Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Badewannenarmatur selber austauschen und somit auch wechseln kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir die entsprechende Wasserzuleitung im Uhrzeigersinn absperren. Im Einfamilienhaus ist normalerweise so, dass das Ventil beim Wasserzähler für Kalt- und Warmwasser zuständig ist. Und bei einem Mehrfamilienhaus kann beides auch oftmals separat für jede Wohnung extra abgesperrt werden. Danach den Griff unserer Armatur mittig stellen, öffnen und so lange auflassen, bis wirklich kein Kalt- und auch Warmwasser mehr kommt. Und danach können wir unsere Armatur auch schon abmachen. Hierfür müssen wir entweder mit einem passenden Gabelschlüssel oder auch mit so einer speziellen Armaturenzange mal an der Überwurfmutter hier hinten ansetzen und das Ganze gegen den Uhrzeigersinn lösen. Am besten sollte man das übrigens auch immer abwechselnd machen, denn dadurch kann sich das Ganze auch nicht spießen. Und sicherheitshalber würde ich immer mit einer Hand hier vorne die Armatur noch festhalten, dass diese natürlich auch auf gar keinen Fall runterfliegen kann. Wenn sich beim Abdrehen der alten Armatur die S-Anschlüsse auch nicht irgendwie mit weggedreht haben bzw. gelöst haben, können wir diese normalerweise mit gutem Gewissen drin lassen, da sie dicht sein sollten. Natürlich muss der genormte Abstand von 15 cm auch passen und wir können anschließend die Rosetten entweder runterschrauben bzw. einfach abnehmen oder wenn sie wie bei mir auch gut auch schon natürlich drauf lassen und die neue Armatur mit gutem Gewissen anbringen. Wenn sich die S-Anschlüsse bei dir aber trotzdem etwas gelöst haben, würde ich diese sicherheitshalber mal noch mit einer entsprechenden Armaturzange bzw. einer normalen Zange wieder gegen den Uhrzeigersinn lösen, erneut abdichten und dann natürlich auch erneut wieder anbringen. Doch hierfür habe ich auch schon ein spezielles Video auf meinem Kanal gemacht. Bei mir passt aber normalerweise alles, weswegen ich jetzt auch meine entsprechenden Dichtungen einmal hier hinten in die neue Armatur bei den Überwurfmuttern eingeben kann und danach setze ich natürlich die Armatur auch wieder dementsprechend an. Schau erstmal, dass das Gewinde hier hinten gerade anpackt, natürlich wieder bei beiden Seiten und dann kann ich wieder abwechselnd rechts und links das Ganze im Uhrzeigersinn schon per Hand festdrehen. Danach wieder die Armaturenzange dementsprechend ansetzen und etwas stärker festdrehen, dass es natürlich am Ende auch dicht ist. Wichtig, hierbei gilt auf jeden Fall, nachfest kommt ab und dasselbe Spiel auf der anderen Seite auch nochmal. Als nächstes können wir auch noch einen neuen Brauseschlauch einmal von unten an unsere Armatur festschrauben. Hier reicht es normalerweise auch, wenn wir es im Uhrzeigersinn per Hand festdreht, natürlich das Gewinde von unten betrachten. Und nun drehe ich mein Schrägsitzventil wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn auf, so dass sich die Rohrleitung gleichmäßig mit Wasser auffüllt. Zum Schluss kann ich übrigens noch den Hinweis geben, dass wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dass wir es wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich das Ventil nicht so schnell festfressen kann und einfach länger gängig bleibt. Im nächsten Schritt die Armatur mal leicht öffnen, dass die Luft auch langsam aus unserer Leitung entweichen kann. Und wenn es soweit ist, müssen wir alles auf Dichtheit überprüfen. Bei mir können wir super sehen, da drüben scheint es noch zu tropfen. Deswegen einfach mal die Überwurfmutter noch mit der Zange etwas stärker nachziehen. Bei mir sollte das jetzt auch schon passen. Und dann am besten mal noch mit einem Lappen oder mit so einem Klopapier hier alles wieder trocken machen und mit den Fingern auf Dichtheit überprüfen. Und wenn es bei dir alles dicht ist, dann haben wir auch schon unsere Brausearmatur richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich eine neue Armatur, einen Schlauch mit einer entsprechenden Brause oder auch einen Gabelschlüssel bzw. so eine Armaturenzange hier zulegen möchtest, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.